misertu patrostu diabolu esti, gitas. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt. Denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Johannes Kapitel 8, Vers 44, 45. Das Leben der Menschen in der westlichen Welt ist im Wandel. Die Mittelschicht, die Basis der westlichen Gesellschaft, verarmt und verschwindet vor unseren Augen. Das Leben eines durchschnittlichen europäischen Bürgers wird immer schwieriger. Trotz der Politikerversprechen, wie wichtig die Unterstützung der Mittelschicht ist, beobachtet man überall einen konsequenten Prozess der Kürzungen von Sozialausgaben. Parallel damit werden in den USA die wichtigsten bürgerlichen Rechte und Freiheiten unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung verletzt. Andererseits findet im Westen eine aktive Rehabilitierung des Faschismus statt. Immer öfter sehen wir in Europa Nazi-Aufmärsche und das sonnenglitzernde Hakenkreuz des Dritten Reiches. Mehr und mehr ältere Männer tragen stolz ihre Hitler-Auszeichnungen und immer mehr junge Leute heben ihre Arme zum Hitlergruß. In einigen osteuropäischen Ländern werden sogar den narzisstischen Verbrechern Denkmäler errichtet. Diese auf den ersten Blick verschiedenen Prozesse sind eng miteinander verbunden. Und die Folgen ihrer Entwicklung werden sich zwangsläufig auf das Leben jedes Einzelnen von uns auswirken. Sie werden bereits in der nahen Zukunft unser Leben radikal verändern. Um zu verstehen, wie sie unser Leben beeinflussen, und was unmittelbar von uns abhängt, sollten wir uns mit dem Inhalt des Geschehens, mit Kräften und Ideen, die diese Prozesse verursachen, auseinandersetzen. Wenn wir die Zeitperiode zwischen 1980 und 2010 betrachten, dann sehen wir, dass diese 30 Jahre der Umverteilung des globalen Sozialprodukts zugunsten der Oberschicht gedient haben. Die sozialen Errungenschaften werden überall angegriffen, auch in den Vereinigten Staaten. Hohe soziale Garantien hatten wir niemals. Aber selbst das Wenige, das wir haben, ist momentan ernsthaft bedroht. Das ist sozusagen eine schleichende Entdemokratisierung, ja, die stattfindet. Als erstes sollten wir uns klar vorstellen, wie die moderne kapitalistische westliche Welt, die vor unseren Augen untergeht, aufgebaut ist. Die Bürger arbeiten bei Unternehmen, um Waren und Dienstleistungen zu produzieren. Für ihre Arbeit bekommen sie von Unternehmern einen Lohn, der hoch genug ist, um sich einen angemessenen Lebensstandard leisten zu können. Das heißt, das Geld soll den Erwerb der notwendigen Waren und Dienstleistungen sowie die Bezahlung der Unterkunft ermöglichen. Verbleibende Zeit und Geld werden für Unterhaltung und Erholung verwendet. Überall herrschen Frieden und Ordnung. Menschen fühlen sich geschützt. Niemand verletzt ihre Rechte oder versucht, ihre Freiheit zu beschränken. Aber worauf basieren dieser Konsens, diese Ruhe und Ordnung
und dieser soziale Frieden? Dieser Konsens beruht auf mindestens zwei Faktoren. Erstens, die vom Staat garantierten sozialen Leistungen. Das sind vor allem Rechte und Freiheiten der Bürger, sowie die soziale Sicherheit in Form von Gesundheitssystem, Bildung, Renten, Arbeitslosenunterstützung und so weiter. Der zweite Faktor des Gesellschaftskonsens ist ein Mythos über die politische Beteiligung der Bürger im Leben ihres Landes. Warum wir da über einen Mythos sprechen, wird im Folgenden erklärt. Laut diesem Mythos wählt die Gesellschaft aus dem Kreis ihrer Mitglieder die Vertreter, welche die Macht im Namen des Volkes und in seinem Interesse ausüben dürfen. Um die Sozialleistungen zu sichern, werden Unternehmen und ihre Besitzer von der gewählten Regierung besteuert. Die Bürger zahlen auch einen Teil ihres Einkommens in Form von Steuern. Somit geschieht eine Umverteilung des Einkommens von den Großbesitzern zugunsten weniger wohlhabender Bürger. Es werden die sozialen Programme realisiert. Mit steigenden Anforderungen der Gesellschaft steigen auch die Ausgaben. Also wird der Druck auf die reichen Großbesitzer, auf die Menschen mit Übergewinnen höher. Und die Besitzer der Unternehmen, die großen Kapitalisten, sind damit einverstanden, diese sozialen Kosten zu begleichen. Aber woher kam ein solcher Anfall beispielloser Großzügigkeit seitens der herrschenden Elite? Warum teilte die Elite früher und auch jetzt so großzügig das Geld und die Macht? Die herrschende Klasse hat's doch Jahrhunderte zuvor jeden Versuch, seine Position zu verändern, schonungslos unterdrückt. Erinnern wir uns einmal, wie Europa und Amerika in der zweiten Hälfte des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts dastanden. Die westliche Welt war nicht immer so, wie sie jetzt für gewöhnlich aussieht. Aufstieg der kapitalistischen Produktion, uneingeschränktes Unternehmertum und ein wirklich freier Markt. Keine staatliche Kontrolle und Wirtschaftsregulierung. Für den heutigen Liberalen sind all das die schönen und attraktiven Bilder der Vergangenheit. Der Zeit, in der die ersten großen Kapitalansammlungen entstehen. Und gerade diese Zeit passt am besten, um die Natur des Kapitalismus zu verstehen. In den industriell entwickelten Ländern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrug die Dauer des Arbeitstages 12 bis 15 Stunden. Dabei hat das Gehalt eines Arbeiters kaum fürs Überleben gereicht. Nach Angaben von 1865 lebten mehr als 30% der Londoner unterhalb der Armutsgrenze. So verdiente ein einfacher Londoner Arbeiter zur damaligen Zeit durchschnittlich 3 Schilling und 9 Penny pro Woche. Auf dieses Geld konnte man 1,5 Kilogramm Brot kaufen, also nur 200 Gramm Brot pro Tag. Und dies ohne Berücksichtigung der Kosten für die Wohnfläche, Kleidung und Medikamente. Und deshalb arbeiteten in der Familie alle, einschließlich kleiner Kinder. Die Einführung von Maschinen ermöglichte die Beschäftigung von gering qualifizierten Arbeitskräften und deshalb wurde die billige Kinderarbeit zur allgemeinen Erscheinung. Im Jahre 1839 haben 46% der britischen Fabrikarbeiter nicht einmal das Alter von 18 Jahren erreicht. Es wurde offiziell bekannt, dass in den Bergwerken Kinder im Alter zwischen 4 und 6 Jahren arbeiteten. Es war natürlich keine Rede von der Ausbildung, medizinischen Versorgung oder kulturellen Entwicklung in den Arbeiterfamilien der damaligen Zeit. Die hohe Sterblichkeit und Verletzungen in den Betrieben waren auf der Tagesordnung. Ein Arbeiter, der seine Arbeitsfähigkeit verlor, galt als verurteilt. Durchschnittliche Lebenserwartung der Arbeiter in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrug 35 Jahre. Am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts erlebten in Frankreich nur 7% der Arbeiter ihre Rente. Also musste das Kind aus einer Arbeitsfamilie des 19. Jahrhunderts, kaum dass es zu gehen gelernt hatte, sich schon auf den Weg zur Fabrik begeben. Dort bei der täglichen 12- bis 15-stündigen Arbeit wurde es erwachsen, alterte schnell und starb. Es sah innerhalb seines kurzen Lebens nichts außer Werkbank und den Wänden des Unternehmens.
Die Grundlage des Kapitalismus ist das Prinzip des Gewinnes durch die Ausbeutung eines Menschen durch einen anderen. Oder besser gesagt, die Ausbeutung vieler anderer Menschen durch eine Person, den Kapitalisten. Die kapitalistische Ausbeutung enthält keine moralischen Beschränkungen in Bezug auf die Ausbeutenden. Die Menschen sind dem Kapitalisten nur hinsichtlich ihres Einflusses auf den Prozess der Gewinnerzielung interessant. Und je mehr Gedanken und Handlungen des Unternehmers diesem Interesse dienen, desto erfolgreicher ist er. Gerade das ist der Grund, warum der Kapitalismus keine moralischen Beschränkungen kennt und sogar umgekehrt eine deutliche Zielrichtung, alles zurückzuwerfen, was seine Entwicklung hemmt, alle Hindernisse für seine Erweiterung zu zerstören und zu überwinden. Die Expansion liegt in der Natur des Kapitalismus. Nichts außer Ausgaben wird berücksichtigt. Der berühmte englische Publizist des 19. Jahrhunderts, Thomas Joseph Dunning, den Karl Marx auch in seinem grundlegenden Werk Kapital zitierte, schrieb Folgendes: Kapital flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn, 10% sicher und man kann es überall anwenden, 20%, es wird lebhaft, 50%, positiv waghalsig. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß, 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide encouragieren. Beweis: Schmuggel und Sklavenhandel. Und in der Zeit, als das große Kapital in den Städten Europas und Amerikas die Arbeiterklasse bis zum Weißbluten auspresste, die Menschen verhungern ließ und ihnen diese unmenschlichen Arbeitsverhältnisse schaffte, fand in anderen Teilen der Welt die Aufteilung des Kuchens zwischen den großen Industrieländern statt. Sie teilten untereinander die früher unabhängigen Länder und Völker auf. Dies war der wahre Lebenstraum. Billige Rohstoffe, Jahrtausende alte Bodenschätze, kostenlose Arbeitskraft und einfach Sklavenarbeit. Das Ausmaß der Gier, Gewalt und Grausamkeit kannte keine Grenzen. Das Prinzip der absoluten Herrschaft fand hier seine perfekte Form. Die meisten westeuropäischen Länder nahmen dank ihrer technologischen und wirtschaftlichen Überlegenheit an der Eroberung und am Raub unabhängiger Länder und Völker auf der ganzen Welt teil. Von den betroffenen Ländern wurde alles, was sie hatten, weggenommen. Wie ein blutrünstiger Pirat und Barbar riss sich der zivilisierte Westen seine Beute an sich. Güter, Gold und Bodenschätze wurden in großen Mengen ausgeführt. Die Bevölkerung der kolonialen Länder wurde als lebende Ware für ihre Sklavenarbeit in der neuen Welt ausgeführt. Insgesamt wurden während der Kolonialzeit 11 Millionen Sklaven aus Afrika verschifft. Allein im 19. Jahrhundert betrug ihre Zahl mehr als 3 Millionen. Die Volkszählung von 1860 zeigte, dass 4 Millionen Afroamerikaner in den USA Sklaven waren. Das Kapital geriet weder in Konflikt mit der Kolonialpolitik, welche die anderen Länder und Völker ausplünderte, noch mit der schandhaften Einrichtung der Sklaverei. Das kapitalistische System schuf eine Konsumgesellschaft, die sowohl eine Massenproduktion als auch einen größer und größer werdenden Warenabsatz forderte. Für die Warenproduktion waren Rohstoffe notwendig und somit auch sehr große, kräftige, gesunde Arbeitsressourcen. Je billiger die Arbeitskräfte sind, desto besser ist es für einen einzelnen Kapitalisten. Eine noch bessere Option ist die unbezahlte Arbeit. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Kongo, eine Region in Zentralafrika. In dieser elenden afrikanischen Region gab es gute Bedingungen für den Anbau von Naturkautschuk. Das Land war reich an Bodenschätzen und hatte eine mehrheitlich ungebildete Bevölkerung, die für die Produktion der Rohstoffe eingesetzt werden konnte. Somit waren alle Bedingungen für ein großes Geschäft erfüllt. Belgische Eroberer versklavten dieses Land und seine Bevölkerung.
Strafaktionen, Geiselnahmen, Massenterror und Züchtigungen, die zu Verstümmelungen führten, waren bei den belgischen Heeren gegenüber den versklavten Ureinwohnern auf der Tagesordnung. Die Amputation der Hände war eine der häufigsten Strafen für die schlechte Arbeitsleistung. Grenzenlose Gier und Grausamkeit führten zu katastrophalen Folgen. Die genaue Anzahl der Opfer konnte bisher nicht festgestellt werden. Nach verschiedenen wissenschaftlichen Schätzungen bewegt sich ihre Zahl zwischen 5 und 21 Millionen Menschen. Indien. Während der Kolonialherrschaft Großbritanniens haben im Laufe von 2 Jahrhunderten nach den bescheidensten Schätzungen mehr als 40 Millionen Menschen den Tod erlitten. Ein Teil davon, etwa 5 Millionen Menschen, verloren ihr Leben bereits im aufgeklärten 20. Jahrhundert. Darunter auch Frauen, Kinder und ältere Menschen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Hungersnot eine direkte Folge der Zerstörung der traditionellen Landwirtschaft und der rücksichtslosen Ausbeutung der indischen Bevölkerung seitens der britischen Regierung war. Der Journalist William Digby, einer der wichtigsten Chronisten der Hungersnot von Madras 1876, schrieb: Sollten Historiker in 50 Jahren die Rolle des britischen Empire untersuchen, wird der unnötige Tod von Millionen von Indern als dessen epochale und berüchtigste Hinterlassenschaft gelten. Mike Davies nennt diese Zeit in seinem Buch über die britische Kolonialpolitik zwischen Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts Victorian Holocaust. Er betont, dass der Tod von Millionen Menschen eine politische Entscheidung war. Mehrmals versuchten die Inder, einen Aufstand zu organisieren, aber jeder Widerstand wurde grausam unterdrückt und die Anführer wurden zu erniedrigenden Hinrichtungen verurteilt, was zur Einschüchterung und zur Mahnung dienen sollte. China, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. China ist ein altes Land mit hoher Kultur und tausendjähriger Tradition der Staatlichkeit und Verwaltung eines riesigen Territoriums mit großer Bevölkerungszahl. Doch die westlichen Geschäftsleute hatten nur eine Ware, auf welche sie eine künstliche Nachfrage erzeugen und dabei noch die Handelsverbote der chinesischen Regierung umgehen konnten. Das war Opium, eine Droge des pflanzlichen Ursprungs. Das Wissen über die tödliche Wirkung dieses Produktes hielt die europäischen Geschäftsleute nicht auf. Ganz im Gegenteil, die entstehende Abhängigkeit garantierte ihnen steigende Gewinne. China durchschaute die Aussichten eines solchen Handels und verhängte ein striktes Verbot für die Einfuhr dieser Droge ins Land. Als Reaktion auf solche Maßnahmen seitens der chinesischen Regierung führte der Westen, zunächst Großbritannien und später auch Frankreich und die Vereinigten Staaten, eine militärische Aggression durch. In der Geschichte sind diese Ereignisse als Opiumkriege bekannt. Diesen Kriegen zufolge kamen der Niedergang und die Verarmung Chinas sowie der Verlust seiner Souveränität nach. Aber am schlimmsten war die fast gewaltsame Narkotisierung der Bevölkerung durch westliche Geschäftsleute, die ihren Drogenhandel mit Unterstützung von Armeen und Flotten der europäischen Länder betrieben haben. Die genaue Zahl der Opfer ist unbekannt. Während der Herrschaft der Westmächte in China hatte sich die Zahl der Drogensüchtigen verzehnfacht. Die Gesamtbevölkerung verringerte sich um mehr als 40 Millionen Menschen. Die Gesamtzahl der Opfer sowie der Schäden an Kulturen vieler Länder, die während der Blütezeit des Kolonialismus und Kapitalismus vom 18. bis 20. Jahrhundert entstanden sind, lässt sich nicht genau berechnen. Viele Nationen sind einfach vom Erdboden verschwunden, durch militärische Aggression, Verwüstung und Zerstörung der nationalen Wirtschaft und Kultur starben sie nach einigen Generationen aus. Die brutalste Ausbeutung eigener Arbeitsbevölkerung und die Entvölkerung der in die Knechtschaft geführten Länder seitens kapitalistischer Eliten, das ist das wahre Bild der Welt und ein echtes Porträt des Kapitalismus auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung. Der Kapitalismus stürzte mittels bürgerlicher Revolutionen die Macht der Aristokratie, der alten Elite, der ehemaligen Herren menschlicher Schicksale. Den Menschen wurden neue Rechte, Freiheiten und fairer Wettbewerb auf Grundlage der offenen Konkurrenz versprochen. In Wirklichkeit
führten die bürgerlichen Revolutionen, die den Weg für die Kapitalismusentwicklung freimachten, zur Auswechselung der Eliten und Ausbeutungsformen, nicht aber zur Zerstörung des eigentlichen Regimes der Ungleichheit und Versklavung der Menschen. Im Laufe eigener Entwicklung bildete der Kapitalismus seine Elite, seine Aristokratie. Aber im Gegensatz zu der alten Aristokratie war die Macht der kapitalistischen Elite implizit. Und diese Elite fühlte sich nicht mehr an bestimmte Gebiete oder Nationen gebunden. Sie war autonom und lebte nur für sich selbst, ohne tiefe Verbindung mit dem Land, in dem sie sich befand, und mit Menschen, die sie ausbeutete. Die Verantwortungsreste gegenüber den Mitmenschen, die der alten Aristokratie noch innewohnend waren, sind vollkommen verloren gegangen. Die Entstehung transnationaler Eliten ist ein natürliches Ergebnis der Kapitalismusentwicklung, ein Produkt natürlicher, marktgebundener Prozesse. Alle Teilnehmer des Kapitals streben nach Expansion, einerseits um in die neuen Märkte einzudringen und andererseits um diese Märkte zu monopolisieren. Erreicht ein Großkapital die nationalen Grenzen, wird Neuland erobert und wird auf gleicher Weise wie zuvor von Monarchen und der Aristokratie in Kolonien umgewandelt. Wenn mit starker Konkurrenz oder mit einem geschlossenen Gebiet konfrontiert, das seiner Expansion Widerstand leistet, erklärt der Kapitalist im wahrsten Sinne des Wortes den Krieg, um das Eindringen seines Kapitals zu ermöglichen. Dann werden nicht die Qualität oder der Preis von Waren und Dienstleistungen als Argumente eingesetzt, sondern Panzer, Kanonen und Millionen Menschen. Gerade einen solchen Charakter hatte der Erste Weltkrieg. Damals starben für die Wohlstandssteigerung der Auserwählten mehr als 10 Millionen unschuldige Menschen. Als Ergebnis eines solchen Konkurrenzkampfes reduziert sich die Anzahl der Wettbewerber und die übrig gebliebenen Spieler werden immer mächtiger. Gerade sie bilden diese kapitalistische Elite, welche die ganze Welt beeinflusst. Einen wesentlichen Teil der neuen kapitalistischen Elite bildete auch die alte westliche Aristokratie. Sie konnte sich mit der neuen Situation zurechtfinden, sowie ihre Position und ihre Ressourcen erfolgreich einsetzen, um sich in die neue Weltordnung zu integrieren. Dadurch konnte sie auch ihre Machtpositionen beibehalten. Das Kapital kauft sich politische Macht in allen Ländern, in die es nur eindringen kann. Es übt seine Herrschaft aus und versteckt sich dabei hinter der Fassade der Rechtmäßigkeit, sowie auch hinter den Schlagstöcken der Polizei dieser oder jener Regierung. Mit Hilfe der Illusion von parlamentarischer Demokratie, der Idee einer politischen Beteiligung des Volkes am Regieren des Landes, wollen die Eliten jegliche Verantwortung für negative Situationen in der Gesellschaft von sich weisen und somit für den Zorn der Bürger unzugänglich bleiben. Die Wahlen werden als eine Art Dampfsirene, als eine Art Sicherheitsventil ausgenutzt, damit man zu einem bestimmten Zeitpunkt den Dampf der öffentlichen Unzufriedenheit ablassen kann, um den Druck zu senken. Die Regierung kann man schließlich wechseln. Die wahren Herrscher bleiben dennoch unberührt. Es ist wohl kaum nötig zu erklären, dass der einfache Bürger gezwungen ist, den Kandidaten nur aus jener Reihe zu wählen, die ihm die Massenmedien vorführen. Und die Massenmedien gehören wiederum derselben kapitalistischen Oligarchie. Nachdem der vom Volk gewählte Politiker seine Wahlversprechen nicht einhält, wird dem Volk eine andere Reihe von Kandidaten zugespielt, die aufs Neue versprechen, diesmal auf jeden Fall die Probleme der Menschen zu lösen. Und so wiederholt es sich bis ins Ende. In der Folge wurde die Macht des Kapitals zu einer viel effizienteren Form der Herrschaft und Ausbeutung als die Macht der Aristokratie.
In der Erkenntnis einer solchen Mächtigkeit des Kapitals ist es besonders schwierig zu verstehen, warum die kapitalistische Elite auf solche unvorstellbaren Zugeständnisse gegenüber der Arbeiterklasse am Anfang des 20. Jahrhunderts eingegangen ist. Ein unkoordinierter Widerstand der Menschenmassen bereitet doch keine ernsthafte Bedrohung für so ein mächtiges und umfassendes System, in dessen Dienste Gesetz und repressiver Apparat des Staates stehen. In der Regel kann ein solches System lokale Unruhen erfolgreich und ohne große Schwierigkeiten unterdrücken. Was passierte denn am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts? Welche Umstände zwangen die Eliten, zu ihrem Nachteil zu handeln, eigene Willkür zu schmälern und eigene Macht zu beschränken? Der Arbeiterwiderstand wuchs und breitete sich natürlich aus. Die Arbeiter vereinigten sich in den Gewerkschaften, in den Betrieben, unterteilt auf die verschiedenen Branchen. Aber zu welchen Ergebnissen konnten sie kommen? Ohne bestimmte Auffassung über die Zukunft, ohne Perspektive, ohne Verständnis, wie ihr Leben schlussendlich gestaltet sein soll und, wohl das Wichtigste, wodurch dieses Leben gewährleistet sein soll, wie es organisiert werden soll. Ohne allgemeine Theorie konnten die Arbeiter keine gemeinsamen Ziele anstreben, deren Erreichung das gesamte System verändern könnte und nicht nur die lokalen Vorfälle der Ungerechtigkeit auf einem bestimmten Betrieb beseitigen würde. Ohne solche Ziele konnten die Arbeiter sich nicht vereinigen. Und dann, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, kam die Theorie, die es Arbeitern ermöglichte, ihre Kräfte im Kampf für gemeinsame Ziele und für ein neues Leben zu vereinigen. Ihr Autor war Karl Marx. Die marxistische Theorie warf Licht auf den Mechanismus der Ausbeutung, erklärte ihn genau und zeigte die Perspektiven einer alternativen Gesellschaftsordnung, eines neuen Lebens. Solche Ordnung hieß Kommunismus. Und im Osten Europas, in Russland, ist etwas fast Unmögliches passiert. Es entstand etwas bislang ganz Unbekanntes, ein Arbeiter- und Bauernstaat. Der erste auf der Welt und in der Menschheitsgeschichte sozialistische Staat, der den Kommunismus aufzubauen begann. An der Basis der Ideologie dieses Staates lag das Prinzip der Gleichheit der Rechte und Möglichkeiten aller Menschen. Im sowjetischen Russland verschwand die Spaltung der Gesellschaft in Herren und Diener. Die Standesvorrechte wurden abgeschafft. Die Ausbeutung eines Menschen durch den anderen wurde nicht mehr möglich. Hier wird der wirtschaftliche Aspekt der Unterschiede zwischen dem sowjetischen und kapitalistischen System kurz beschrieben. In der kapitalistischen Gesellschaft ging der größte Teil des von Arbeitern erzeugten Produktes als Gewinn zum Betriebsbesitzer über. Der Besitzer war also ein Kapitalist, der diesen Betrieb besaß. Dem Arbeiter blieb nur ein Minimalbetrag über. Der Kapitalist legte diesen Minimalbetrag selbst fest und er war in seinen Urteilen über das Zulässige durch nichts beschränkt. Alles war zulässig. Der 18-stündige Arbeitstag, die Kinderarbeit und das Leben der Arbeiter in den Baracken mit Läusen und Wanzen. Der Kapitalist war nur über seine Ausgaben besorgt und auch darüber, dass der Arbeiter überlebt und weiterarbeitet. In der Tat waren die Arbeiter in der Lage der Sklaven. In der sowjetischen Gesellschaft hat sich die Situation entscheidend geändert. Das Recht auf Privateigentum, an Produktionsmitteln, das heißt an Betrieben, Fabriken und anderen Unternehmern, war aufgehoben. Zum einzigen Besitzer dieser Betriebe und Fabriken wurde der Staat, der seinerseits das ganze erzeugte Produkt den Arbeitern zurückgab. Der ganze Gewinn, den sich der Betriebsbesitzer im kapitalistischen System angeeignet hatte, kehrte im sowjetischen System zu den Menschen zurück, in Form von staatlichen Ausgaben für Sozialleistungen, für kostenlose Ausbildung, kostenlose Medizin, für den Bau kostenloser Wohnhäuser und für vieles mehr. Durch diese Umverteilung war die ganze Gesellschaft untereinander verbunden. Für alle gab es allgemeine Regeln und Rechte.
Mit der Erhöhung der gesamten Arbeitsproduktivität erhöhten die Menschen auch die Erzeugnismenge des gesellschaftlichen Produkts, also des Produktes, das von der ganzen Gesellschaft erzeugt wird. Durch Umverteilung dieses Produktes bekam jeder im Endeffekt die Erhöhung seines persönlichen Konsumniveaus, die Verbesserung der Lebensqualität, die Eröffnung neuer Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Und das ist nur der wirtschaftliche Aspekt dieser Frage. Es gab auch andere wichtige Unterschiede, vor allem auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen Verhältnisse, in der Natur der Wahrnehmung von sich selbst, in der Welt und in der Geschichte. Der Mensch fürchtete sich nicht mehr vor dem morgigen Tag. Er war nicht mehr ein Soldat im Krieg, aller gegen alle. Fühlte sich nicht mehr wie ein Tier im Dschungel, wo der Stärkste überlebt. Die Menschen wurden zu Gefährten, zu Freunden. Sie bauten eine gemeinsame Zukunft auf. Was dabei am wichtigsten war, es verschwand der Hauptgrund für Entstehung von Kriegen, weil es keine Notwendigkeit mehr für die Inbesitznahme neuer Märkte und Rohstoffbasen im Konkurrenzkampf der Kapitalisten gab. Und alle diese Unterschiede zwischen den Systemen wurden für Millionen einfacher Menschen auf der ganzen Welt ganz klar. Also, am Anfang des 20. Jahrhunderts entstand Sowjetrussland. Ziemlich früh wurden die Lebensfähigkeit und die Standhaftigkeit des neuen Staates sowie seine Entwicklungsperspektiven und die ersten Erfolge sichtbar. Sowjetrussland und später die Sowjetunion wurde zu einer wirklichen Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft. So erschien für die weltweite Arbeiterbewegung ein wahrhaftiger Hoffnungsträger, ein treuer Verbündeter auf dem Weg zu einem besseren Leben, auf dem Weg der Verbesserung des eigenen Lebens nach dem vorbildhaften Beispiel, welches die Sowjetunion der Welt vorführte. Zugleich aber entstand für die regierende Klasse die Gefahr des vollen Verlustes ihrer Vorherrschaft. Gerade das und nichts anderes war der ausschlaggebende Punkt für eine so radikale Verhaltensänderung der westlichen Oligarchie. Angesichts solcher Umstände hatten die westlichen Eliten keine andere Wahl. Sie mussten vieles opfern, um nicht alles zu verlieren. Franklin Delano Roosevelt, damals Governor des Bundesstaates New York und der künftige Präsident der Vereinigten Staaten, Abkömmling alter und reicher amerikanischer Aristokratie sowie Vertreter des großen Finanzkapitals an der Wall Street, erklärte 1930: Es gebe keinen Zweifel, dass die kommunistischen Ideen im ganzen Land an Einfluss gewinnen werden, wenn wir die alten Ideale und die ursprünglichen Ziele der Demokratie nicht zu bewahren verstehen. Die Unfähigkeit der republikanischen Regierung, unsere Probleme zu lösen, kann zum Ausbruch des Radikalismus führen, setzte Roosevelt am 2. Juli 1932 am Kongress der Demokratischen Partei fort. Roosevelt hat die Antwort auf die kommunistische Drohung im neuen Kurs angeboten, den er nach seiner Wahl zum Präsidenten der USA 1932 einzuführen begann. Der weltberühmte englische Schriftsteller Herbert Wells hat den neuen Kurs so charakterisiert: Der neue Kurs ist einfach ein Versuch, den funktionierenden Sozialismus aufzubauen und den sozialen Ausbruch in Amerika zu verhindern. Das alles erinnert erstaunlich an erfolgreiche Programme und die Pläne des russischen Experimentes. Die Amerikaner vermeiden das Wort Sozialismus, aber wie soll man es anders nennen? Alles, was für sie notwendig war, war die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems, Beibehaltung des grundlegenden Prinzips der Ungleichheit sowie der Herrschaft und Kontrolle über die Gesellschaft. Später, wenn die Situation sich ändert, kann man alle gemachten Zugeständnisse wieder zurücknehmen. Die sozialen Leistungen kann man langsam abschnüren und die politische Teilnahme der Massen im Leben jedes kapitalistischen Staates war sowieso seit jeher nur illusorisch. We're in the 21st century. What does this century hold for us? Well, let's take a look at the 20th century. Ich würde sagen, dass das 20. Jahrhundert
im wahrsten Sinne des Wortes das sowjetische Jahrhundert war. Die russische Revolution wurde wahrscheinlich mehr als jedes andere Ereignis zum kristallisierenden Ereignis des letzten Jahrhunderts. Alles andere dreht sich um diese große Erfahrung des Sozialismus und Kommunismus. Sie hatte einen Einfluss auf alles, was in der Welt passierte, auf die Krisen und auf die Erfolge. Aber schließlich hörte die sowjetische, die weltweite kommunistische Bewegung auf zu existieren. Zum ersten Mal innerhalb von mehr als 100 Jahren gibt es in der Welt keine mächtige Bewegung der einfachen Leute und der Arbeiterklasse, welche auf Schaffung einer neuen Gesellschaft ausgerichtet ist. Diese Bewegung ist stark gespalten, gebrochen, getrennt und unsicher in ihren Handlungen. Meiner Meinung nach gab diese Situation den Kapitalisten, also den Weltglobalisten, die nur 1% der Weltbevölkerung ausmachen, eine einmalige Gelegenheit. Die Gelegenheit, ihre Gewinne auf Verschlechterung des Lebensstandards der Arbeiter nicht nur in Osteuropa, sondern auf der ganzen Welt drastisch zu erhöhen. Natürlich geschah das in Osteuropa auf katastrophale Weise. Ich brauche es Ihnen nicht zu erzählen, wie katastrophal der Zusammenbruch des Lebensstandards in der ehemaligen Sowjetunion und Russland sowie im restlichen Teil des sowjetischen Blocks in den 90er Jahren war. Aber es geschieht jetzt auch im Westen, weil es keine alternativen Kräfte gibt. Wir bekamen in den Vereinigten Staaten in den 30er und dann in den 60er Jahren soziale Sicherheit, Arbeitslosengeld, eine bescheidene Krankenversicherung und sehr bescheidene Sozialleistungen. Ich glaube, das passierte vor allem deshalb, da die US-Regierung versuchte zu beweisen, dass der Kapitalismus human sein kann, dass man keinen Kommunismus brauche und dass wir auch beim Kapitalismus ein anständiges Leben führen können. Kapitalismus könne das alles gewährleisten. Und nun, wenn diese kommunistische Bewegung nicht mehr existiert oder stark gespalten ist, muss der Kapitalist nicht mehr die Arbeiterklasse mit sozialen Vorteilen bestechen. Das heißt, sie werden es auch nicht mehr tun. Sie haben keine Angst, dass die Arbeiter sich jetzt zum Kommunismus wenden. Nun, zurückkehrend zur Frage, die am Beginn des Filmes gestellt wurde. Was war der Grund für die beispiellosen Zugeständnisse zugunsten einfacher Leute seitens der herrschenden Elite? Jetzt kann man darauf eindeutig antworten, es war die Furcht. Die sozialen Leistungen und die Illusion der Teilnahme der Menschen am politischen Leben ihrer Länder waren nur erzwungene Opfer von Seiten kapitalistischer Eliten des Westens. Gerade diese Veränderungen bildeten die Basis des Konsenses, den wir am Anfang des Filmes beschrieben haben. Diese ermöglichten den Kompromiss und eine bedingte Einigung in der Gesellschaft zwischen Eliten und einfachen Bürgern. Diese waren bis in die jüngste Vergangenheit die Grundlage des sozialen Friedens. Solange die Sowjetunion bestand, solange eine wahre Alternative existierte, drohte auch für die Eliten die Gefahr eines organisierten Widerstands der Volksmassen im Kampf für ein besseres Leben nach dem Vorbild der Sowjetunion. Ich meine, es wird heute ernsthaft versucht, den Sozialstaat zu demontieren. Die sozialen Errungenschaften werden ernsthaft angegriffen. Eines der Ziele dieses Angriffs ist, die sozialdemokratischen Bewegungen, die meistens einen Sozialstaat behalten wollen und vom Kommunismus weit entfernt sind, zu diskreditieren. Die sozialen Errungenschaften
werden überall angegriffen, auch in den Vereinigten Staaten. Hohe soziale Garantien hatten wir niemals, aber selbst das Wenige, das wir haben, ist momentan ernsthaft bedroht. Aber ich denke, in diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, uns die Lage in Westeuropa anzuschauen, wo derzeit der Sozialstaat zunehmend attackiert wird. Die Elitenwirtschaftler, Politiker und Journalisten äußern sich ständig, dass die früheren sozialen Garantien nicht mehr finanzierbar sind. Sie wollen damit sagen, dass der einzige Weg aus der Finanzkrise darin besteht, den Gürtel enger zu schnallen, die Löhne und den Lebensstandard zu senken sowie die öffentlichen Konsumfonds zu minimieren. Nur unter solchen Bedingungen kann der Kapitalismus in diesen Ländern überleben. Eine Welt ohne Sowjetunion, das ist eine Art Rückkehr in die Vergangenheit. Es ist eine Rekonstruktion der mittelalterlichen Gesellschaft mit der rigorosen Hierarchie und klaren Trennung von Herren und Dienern, mit Allmacht der einen und voller Rechtlosigkeit der anderen. Das ist eine totale, weltumspannende Gesellschaft des sozialen Infernos für die absolute Mehrheit der Weltbevölkerung. The world communist movement is left behind. And we're getting pulled under by the backlash. Die weltweite kommunistische Bewegung ist erloschen und wir werden immer weiter in das Chaos gezogen. Dies ist die historische Realität, in welcher wir unglücklicherweise leben. Für mich ist es ein kleineres Unglück, da ich schon sehr alt bin. Aber für jüngere Menschen, meine Kinder, ihre Kinder, wird es viel schwerer sein, in dieser Welt zu leben. Sie werden keine solchen sozialen Garantien haben. Was auch immer über die Sowjetunion gesagt wird, in bestimmten Ausmaß gab es dort soziale Garantien. Das ist etwas, was die Menschen im Sozialismus geschätzt haben. In Osteuropa, Sowjetunion, wo auch immer. Das ist verloren. Verglichen mit der Zeit, als ich studiert habe, schauen die Zukunftsperspektiven der jungen Menschen in unserer Gesellschaft sehr schlecht aus. Ja? Und das ist eben auch eine Sache, die eng zusammenhängt mit dem Verschwinden eben des kommunistischen Weltsystems. Nicht? Man konnte es sich damals nicht leisten, dass man also den Großteil der Menschen ohne Existenz, was existenzielle Absicherung lässt, aus Angst, dass sie da eben Sympathien gewinnen. Das sozialistische System hat keine Arbeitslosigkeit gekannt. Und als es existiert hat, gab es auch eine sehr niedrige Arbeitslosenrate im Westen und seit es weg ist, also das ist enorm. Das heißt, die Zukunftsperspektiven für die jungen Menschen sind sehr trübe. Mit dem Zerfall der Sowjetunion findet die gemütliche, komfortable westliche Welt, wie wir sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kannten, auch ihr jähes Ende. Ohne Sowjetunion haben die westlichen Eliten nun keinen Grund mehr, mit ihrer Bevölkerung zu liebäugeln. Deshalb werden sie ihre Ausgaben fortlaufend minimieren und die Ausbeutung steigern. In der Mitte der 70er Jahre erreichte der Welfare State oder der Wohlfahrtsstaat die Höchstgrenze seiner Effektivität. Außerdem haben die Spitzen der westlichen Eliten in der Mitte der 70er Jahre sehr gut verstanden, dass eine weitere Entwicklung der Industrie, eine weitere Entwicklung dieser Tendenzen, die in den 50er bis 60er Jahren gegründet worden sind, zur Abschwächung der Lage der regierenden Schicht führen wird, weil sowohl die Mittelschicht als auch die Spitze der Arbeiterklasse und ihre Interessen vertretenden linke und mittellinke Parteien den Spitzen der westlichen Eliten den Fehdehandschuh hinwerfen. Drei bedeutende westliche Forscher, Michel Grozier, Samuel Huntington und Joji Watanuki, haben nicht umsonst im Jahre 1975 nach Bestellung der Trilateralen Kommission ein Dokument namens »The Crisis of Democracy«
Krise der Demokratie geschrieben. Das ist ein unverhohlenes, ich würde sogar sagen zynisches Dokument, in dem es schwarz auf weiß geschrieben steht, dass Demokratie nicht so sehr eine Wertigkeit als vielmehr ein Instrument darstellt. Und wenn die zeitgenössischen, in der Mitte der 70er Jahre, Tendenzen der Entwicklung westlicher Gesellschaft bestehen bleiben, dann wird jemand wahrscheinlich dem Establishment den Fehdehandschuh wirksam hinwerfen können. Deshalb muss man in den Massen eine gewisse Art Apathie hervorrufen, um sie zu entpolitisieren. Im Grunde genommen war dieses Dokument The Crisis of Democracy eine Anleitung zum Handeln, um eine Offensive auf die Positionen der Mittelschicht und der Arbeiterklasse zu beginnen. Das ist die politische Seite dieser Sache. Wenn wir die Zeitperiode zwischen 1980 und 2010 betrachten, dann sehen wir, dass diese 30 Jahre der Umverteilung des globalen Sozialprodukts zugunsten der Oberschicht gedient haben. Es ist der Mittelschicht entnommen worden, der Spitze der Arbeiterklasse entnommen worden, und dies alles bekam dann die Oberschicht. Das heißt, dass die 30 Jahre, die nach dem Jahre 1980 kamen, eine Gegenoffensive der Eliten gegen die Mittelschicht und Arbeiterklasse waren. Nochmals, die globale transnationale Elite ist keine strukturlose Menschenmasse, die bloß ein großes Kapital besitzt. Das ist auch kein geheimer Orden der Verschwörer, welche die Welt zerstören wollen. Das ist ein konkreter und ziemlich begrenzter Kreis von Menschen, die über genügend Wissen und Mittel verfügen, um den Gang der historischen Prozesse zu beeinflussen. Selbstverständlich nutzen sie diese Macht aktiv aus. Im Jahre 2010 waren in der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich die grundlegenden Forschungen über die Netzwerke der Subjekte der Weltwirtschaft durchgeführt worden. Wir möchten anmerken, dass man den Ergebnissen vertrauen kann. Die Hochschule, nach deren Programm diese Forschungen durchgeführt wurden, ist die angesehenste Hochschule in der Schweiz. In der ETH Zürich studierten und unterrichteten 22 Nobelpreisträger. Im Laufe dieser Forschungen waren die Daten von mehr als 37 Millionen Wirtschaftssubjekten bearbeitet worden. Die Ergebnisse sahen darüber aus, dass sich 60% der weltweiten Einnahmen auf eine Gruppe beziehen, die nur aus 1318 Gesellschaften besteht. Aber das ist noch nicht alles. Aus diesen 1318 Gesellschaften hebt sich eine Super-Enklave heraus, die nur noch aus 147 Gesellschaften besteht. Diese Enklave kontrolliert 40% der Einkünfte des gesamten Kooperationsnetzes. Dabei sind die Wirtschaftsgüter dieser Gesellschaften miteinander verbunden. Das heißt, tatsächlich ist diese Gruppe der Gesellschaften ein gemeinsames Eigentum ein und derselben Besitzer. Das heißt, 147 Gesellschaften mit ein und denselben Besitzern kontrollieren die Weltwirtschaft, legen die Regeln fest und sind demgemäß die Hauptempfänger des weltweiten Einkommens. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass die Mehrheit dieser Gesellschaften Finanzinstitutionen sind, also Anlagefonds, Banken und so weiter. Diese Gemeinschaft ist nicht einheitlich und besteht aus vielerlei Stämmen und Gruppen, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Nichtsdestotrotz koordinieren sie stets ihre Handlungen und richten sich nach gemeinsamen Regelungen und Absprachen. Sie werden von staatlichen Strukturen bedient, für sie arbeiten Forschungszentren und die Streitkräfte vieler Länder führen Kriege auf ihren Befehl. Dies ist die echte, verdeckte Herrschaft, die ihre Wurzeln in der tiefsten Vergangenheit hat. Im Netzwerk dieser verdeckten Herrschaft gibt es eigene, ständige Freunde und Feinde, eine bestimmte Hierarchie und Tradition, sowie Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Mitgliedern. Die Energie passiver Prozessteilnehmer, einfacher Menschen, Unternehmer, Geschäftsleute, Politiker, wird von der Elite für die Realisierung ihrer eigenen Pläne verwendet. Jeder, der nichts gegen dieses System unternimmt, nährt es, ohne dies zu merken. Also jeder von uns, der einfach zur Arbeit geht oder sein Geschäft betreibt oder irgendwelche staatliche Funktionen ausübt. Die Vielfältigkeit unserer individuellen Interessen, wie es uns zumindest scheint, hat in Wirklichkeit eine einheitliche Grundlage.
Am Anfang ist es meistens ein einfacher Wunsch zu überleben und den materiellen Wohlstand zu finden und danach der Wunsch, dem Konsumniveau des fortgeschrittenen Teils der Gesellschaft zu entsprechen, der seinerseits auch darauf ausgerichtet ist, seinen materiellen Wohlstand zu erhöhen. Es ist ein unendlicher Lauf eines Hamsters in seinem Laufrad, der die ganze Maschine zum Laufen bringt. Aber wer sitzt am Steuer dieser Maschine? Und wohin wird diese tatsächlich geführt? Die Elite ist es, welche die Bedürfnisse der einen und Gierenergie der anderen ausnutzt. Diejenige Elite, die dank unserer Unwissenheit und Charakterschwäche ihre eigenen Interessen realisiert, sowie mit Leichtigkeit den Widerstand der zwar schon viel begreifenden, aber dennoch verstreuten Minderheit überwindet. Sobald wir das Geld und den Konsum zu den Hauptwerten, zum Hauptinhalt unseres Lebens gemacht haben, übergaben wir die Macht, über unsere eigene Zukunft zu bestimmen, in die Hände derer, die über genügend Macht verfügen, dieses Geld zu kontrollieren. Und sie bestimmen diese Zukunft für uns erfolgreich. Ein ganzes Netz internationaler elitärer Clubs schafft eine Tagesordnung. Die Teilnehmer solcher Treffen versuchen, die Wege der weiteren Weltentwicklung und ihren eigenen Platz darin zu bestimmen. Zurzeit funktioniert ein ganzes Netzwerk von Clubs, Organisationen und Foren, wo öffentlich und nicht öffentlich wirtschaftliche, politische, ökologische und andere Probleme globalen Ausmaßes besprochen werden. Zu solchen Themen werden auch Beratungen durchgeführt. Einige dieser Organisationen sind der Öffentlichkeit weithin bekannt, haben eine weit zurückreichende Geschichte und eine Stammmitgliedschaft. So ist zum Beispiel der Club of Rome, der im Jahre 1968 von einflussreichen Politikern und Geschäftsleuten gegründet wurde. Diese gesellschaftliche Organisation war dazu aufgerufen, zum intellektuellen Forum der weltweiten Elite zu werden. Die jährlichen Berichte des Club of Rome waren vor allem in den 70er und 80er Jahren eine der wichtigsten Grundlagen für die globalen Eliten zur Erarbeitung einer gemeinsamen Handlungsstrategie und ließen es zu, den Verlauf der Menschheitsentwicklung auf radikalste Art und Weise zu beeinflussen. Es gibt aber auch Organisationen, die nicht so öffentlich auftreten. Solche wie zum Beispiel die Trilaterale Kommission, die von David Rockefeller und Zbigniew Brzezinski gegründet wurde und welche die führenden Politiker und Geschäftsleute vereint. Eine noch verschlossenere Organisation wirkt seit 1954 unter dem Namen Bilderberg-Konferenz. Die Organisatoren und Teilnehmer des Clubs haben bisher sowohl ihren Mitgliederbestand als auch ihre Tätigkeit vor der Öffentlichkeit sorgfältigst verborgen. Hier ist die Namensliste von nur einigen Teilnehmern der Treffen der Bilderberg-Konferenz. Bill Clinton, ehemaliger Präsident der USA. Tony Blair, ehemaliger Premierminister Großbritanniens. Prinz Philipp, Großbritannien. Juan Carlos I., König von Spanien und seine Gemahlin Königin Sophia. Beatrix, ehemalige Königin der Niederlande. Valérie Giscard d'Estaing, ehemaliger Präsident Frankreichs und Hauptredakteur der Europäischen Verfassung. Henry Kissinger, Staatsfunktionär und der 56. Außenminister der USA, der lange Jahre die Politik im Bereich der internationalen Beziehungen bestimmt hatte. David Rockefeller, Bankier, Staatsfunktionär, Globalist und derzeitiges Oberhaupt des Rockefeller-Hauses. Nelson Rockefeller, amerikanischer Politiker und Bankier, Vizepräsident der USA von 1974 bis 1977. Zbigniew Brzezinski, US-Staatsfunktionär und einer der Hauptideologen des Kalten Krieges. Alan Greenspan, ehemaliger Vorsitzender der Federal Reserve System der USA. Condoleezza Rice, ehemalige Außenministerin der USA. Paul Wolfowitz, Politiker, stellvertretender US-Verteidigungsminister in den Jahren 2001 bis 2005,
Ideologe der amerikanischen Hegemonie in einer unipolaren Welt. Die Aufgaben und Fragen, die bei diesen Treffen behandelt werden, sind mehr als konkret. Und die angenommenen Entscheidungen tragen oft einen schnell handelnden Charakter. Erst in den letzten Jahren ist der Schleier des Geheimnisses vor der Konferenztätigkeit etwas gelüftet worden. Es erschien eine offizielle Website und es werden Pressekonferenzen veranstaltet. Die Analytiker nennen zwei mögliche Erklärungen für die Gründe einer solchen Verhaltensänderung der Konferenzorganisatoren. Die erste Erklärung ist die Unmöglichkeit, in der heutigen Situation der Informationsoffenheit und der aktiven öffentlichen Position eines bedeutenden Teils der Bürger eigenes Handeln vollständig zu verbergen. Weitere Anstrengungen, alles in Geheimnis gehüllt zu lassen, würden das Interesse nur anheizen und immer mehr Verdächtigungen hervorrufen. Eine andere Erklärung, die Bevölkerung an das Konzept der Normalität einer solchen Situation zu gewöhnen, wo die Gesellschaft von einer gewissen elitären Gruppe regiert wird, welche keinerlei gesellschaftlichen Kontrolle untersteht und auch keinerlei Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu tragen hat. Also, die oligarchische Elite will den ehemaligen Einfluss und die Macht zurückerobern. Sie will aus dem Zustand der Abhängigkeit von einfachen Bürgern herauskommen, aufhören, mit ihnen zu liebäugeln und ihre Interessen zu berücksichtigen. Aber es gibt noch einen objektiven Grund für heutige Veränderungen. Die Welt ist viel zu klein geworden und die Anforderungen der Bevölkerung viel zu hoch. Selbst wenn die westliche Elite es gewollt hätte, den jetzigen Zustand, die aktuelle Sachlage, also jenen bestimmten Konsens zu bewahren, könnte sie es im Rahmen des kapitalistischen Systems, im Rahmen der Konsumphilosophie, nicht machen. Die Ressourcen unseres Planeten erschöpfen sich schnell. Im Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen wird gesagt, dass die Zahl der Hungernden in der Welt knapp 900 Millionen Menschen beträgt. In den letzten Jahren steigen die Preise der Lebensmittel kontinuierlich und mit ihnen zusammen steigt auch die Zahl der Hungernden. Unter Berücksichtigung der Bevölkerungszunahme ist es notwendig, dass die globale Lebensmittelproduktion bis 2030 um 60% steigt. In der heutigen Situation erweist sich so eine Steigerung der Lebensmittelproduktion als vollkommen unmöglich. Gleichzeitig gibt es aber auch eine katastrophale Situation mit fruchtbarem Land und Süßwasserreserven. Mehr als 25% der landwirtschaftlichen Böden sind jetzt schon in einem mittleren oder späten Stadium der Degradation. Das heißt, der Boden in diesen Regionen hat seine Lebensdauer und seine Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Ernte ausgeschöpft. Demgemäß verringert sich die schon ohnehin ungenügende Lebensmittelproduktion. Deshalb kann hier keine Rede von einer 60%igen Steigerung sein. In Bezug auf das Wasser kann man sagen, dass bereits heute viele Länder an die Grenzen der möglichen Wasserverwendung gestoßen sind. In den Entwicklungsländern sind ungefähr 95% der Gewässer verschmutzt. In den USA sind 37% der Seen wegen verschiedener Verschmutzungsarten nicht einmal zum Baden geeignet. Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2025 ungefähr 3,4 Milliarden Menschen in einer extremen Süßwassernot leben werden. Um die neuen Bodenflächen für die Landwirtschaft zu befreien, werden die Wälder massiv kahlgeschlagen. Der Boden ohne Wälder ist nicht mehr fähig, die Feuchtigkeit zu behalten, Flüsse zu nähren und Regenwolken zu bilden. Das alles führt zu einer Klimaveränderung auf lokaler und globaler Ebene und im Endeffekt zur Verwüstung großer Gebiete. Laut UNO-Bericht betrug der Kahlschlag und Verlust der Wälder auf der ganzen Welt im Zeitraum zwischen 2000 und 2010 5,2 Millionen Hektar pro Jahr. Das heißt, in den ersten 10 Jahren des neuen Jahrtausends haben wir eine Waldfläche verloren, die der Fläche Frankreichs gleicht.
und zwischen 1990 und 2000 gleicht die Entwaldungsfläche der gesamten Fläche von Deutschland und Spanien zusammen. Wenn wir noch dazu die Vergiftung der Atmosphäre mit lebensgefährlichen Abgasen der Industrie, die Unmöglichkeit der Verwertung verschiedener Betriebsabfälle und des Konsummülls, das Eindringen in die Natur gentechnisch veränderter Lebensmittel rechnen, können wir den Weg zur vollständigen Vernichtung der Biosphäre unserer Erde und somit der ganzen Menschheit verfolgen. Diese Probleme werden am Ende die größten sozialen Erschütterungen verursachen. Die Krisenprozesse werden die Bevölkerung des ganzen Planeten betreffen. Sie bringen riesige Menschenmassen in Bewegung, verändern die Politik vieler Länder. Die Welt wird zu einem Raum des grausamsten Kampfes ums Überleben. Stellen Sie sich die Wirkung der totalen Anwendung moderner Waffen, von nuklearen bis zu biologischen vor, und Sie bekommen das volle Bild der bevorstehenden Apokalypse. Was wir wirklich brauchen, ist, dass alle so viel arbeiten, wie sie nur können, um herauszufinden, was zu tun ist, wenn das Öl ausgeht. Wir beobachten einen Wassermangel. Wir stehen vor einer wirklichen Gefahr von Lebensmittelkrisen und Transportproblemen. Wir können uns keinen irrationalen Ansatz zur Lösung dieser Probleme leisten. Aber diese anscheinend unüberwindliche und katastrophale Situation hat eine Lösung in der vernünftigen Organisation des Lebens, in der Verkürzung des gedankenlosen Konsums, in der Herstellung der Industrie eines neuen Typs. Viele Wissenschaftler aus verschiedenen Forschungszentren sagen ganz bestimmt, dass die Biosphäre unserer Erde beim richtigen Umgang mit ihr fähig ist, viel mehr Menschen als die Zahl, die jetzt auf dem Planeten lebt, zu ernähren, und ist in der Lage, das Leben allem und jedem zu sichern. Die modernen Probleme der Menschheit sind nicht die Probleme des Menschen im Allgemeinen. Das sind die Probleme des bestehenden Systems, des kapitalistischen Systems, das auf den Prinzipien der Expansion, der Ausbeutung und des Konsums gegründet ist. Im Rahmen dieses Systems wird jede Frage ausschließlich in Bezug auf die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit betrachtet. In Bezug auf erzielten Profit eines bestimmten Subjekts, situationsunabhängig von der übrigen Welt. Der Mensch und die Natur werden nicht als Wert an sich betrachtet. Für das Kapital sind es lediglich die Ressourcen und die Umgebung, wodurch es existieren kann. Es ist unmöglich, mit Wirtschaftsmethoden den Wert des Lebens auf der Erde zu berechnen, den Schmerz und das Leiden der Menschen zu messen. Und deshalb ist ein Wechsel des Systems notwendig. Es wird natürlich eine Umgestaltung der ganzen Gesellschaft, eine Veränderung des Bewusstseins der Menschen, ihrer Weltanschauung fordern. Es wird das Hervorbringen einer anderen Wertorientierung, die Bildung anderer zwischenmenschlicher Beziehungen als diejenigen, die heute existieren, erfordern. In einer solchen Gesellschaft wird es keinen Platz mehr für die aktuelle Elite mit ihren Konsumanforderungen und ihrer kontrollierenden Funktion geben. Das beginnen immer mehr Menschen auf der ganzen Welt zu verstehen. Die Zukunft wird immer unsicherer und beunruhigender. Sie bringt ein Gefühl von ständig wachsender Gefahr. Diese Herausforderungen zwingen die oligarchischen Eliten, sich weltweit zu vereinigen, um das Gefühl der Einheit zu bekommen und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, die ihre aktuellen Positionen schützen könnten. Und die transnationale Elite mit ihrem westlichen Kern hat bereits eine Lösung gefunden. Diese lautet, die Geschichte anzuhalten und sie umzukehren. Diese Leute
haben sich für eine radikale Änderung der Welt entschieden. Die Lösung der globalen Elite besteht darin, die Bevölkerung zu reduzieren und die Menschheit in zwei Gruppen einzuteilen. Die eigentliche Elite und diejenigen, von denen sie bedient wird, so wie es vorher war. Und es ist kein großes Geheimnis und keine mythendurchtränkte Verschwörungstheorie. Das ist die wirkliche Politik und die aktuelle Tagesordnung. Darüber hinaus finden es die Vertreter der globalen Elite gar nicht peinlich, offen darüber zu sprechen. Die amerikanische Wirtschaft wird steigende Mengen an Naturschätzen aus dem Ausland benötigen, besonders aus den unterentwickelten Ländern. Diese Tatsache bedingt das erhöhte Interesse der USA an der Erhaltung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Stabilität in diesen Ländern. In allen Ländern, wo die Verringerung des demografischen Drucks aufgrund sinkender Geburtenrate die Perspektiven solcher Stabilität verbessern kann, wird die demografische Politik zum Faktor der Lieferungen der Ressourcen und zum wichtigen Teil der Wirtschaftsinteressen der USA, sagte der frühere Außenminister der Vereinigten Staaten und einer der maßgebendsten Stimmen in weltpolitischen Angelegenheiten, Henry Kissinger. Im Jahre 2008 wiederholte Ted Turner, der Medienmagnat und Gründer von CNN, seine sensationelle Erklärung über die gewünschte radikale Reduzierung der Weltbevölkerung auf 2 Milliarden Menschen. Mit anderen Worten müsste man, seiner Meinung nach, fast 5 Milliarden Menschen irgendwie verschwinden lassen. Wir haben die globale Erwärmung, weil zu viele Menschen zu viele Sachen verwenden. Wenn es weniger Menschen wären, dann bräuchten sie weniger Sachen, sagte Turner. Hier sind noch die Aussagen der Mächtigen dieser Welt über die Notwendigkeit der Reduktion der Weltbevölkerung. David Rockefeller: Die negativen Auswirkungen des Bevölkerungszuwachses auf alle unsere planetarischen Ökosysteme werden erschreckend offensichtlich. Prinz Philip, Duke of Edinburgh: Im Falle meiner Wiedergeburt würde ich gerne als tödliches Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung des Problems der Überbevölkerung beizutragen. Bill Gates: Die Weltbevölkerung geht in Richtung 9 Milliarden Menschen. Wenn wir wirklich einen guten Job machen bei den Impfungen, dem Gesundheitswesen, den Dienstleistungen der Fortpflanzungsmedizin, also Abtreibungen, könnten wir sie vielleicht um 10% oder 15% absenken. Beachten Sie bitte: Absenken, nicht steigern. Alles, was benötigt wird, sind gute Impfstoffe und die Arbeit auf dem Gebiet der Fortpflanzungsmedizin. Und im Januar 2010 hat Gates beim elitären Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, dass seine Stiftung im Laufe des folgenden Jahrzehntes 10 Milliarden Dollar für die Entwicklung und Lieferung der neuen Impfstoffe für die Kinder in den Entwicklungsländern bereitstellen wird. Die Regierungsstrukturen bleiben auch nicht zurück. Hillary Clinton hat während ihrer Dienstzeit als Außenministerin der USA Folgendes gesagt: In diesem Jahr erneuern die USA die Finanzierung der Fortpflanzungsmedizin über den Bevölkerungsfonds der Vereinigten Nationen. Zudem bewilligte der Kongress unlängst eine Summe von 648 Millionen US-Dollar für internationale Unterstützung von Verhütungs- und Abtreibungsprogrammen in der ganzen Welt. Hauptsächlich wird eine solche zweckbestimmte Unterstützung natürlich den Entwicklungsländern zugedacht. Aber auch wenn man das tatsächliche Ausmaß ihres Einflusses sieht, sollte man ihre Möglichkeiten nicht überschätzen. Die Welt ist groß und selbst beim Einsatz von riesigen Ressourcen lässt sie sich nicht vollständig kontrollieren. Heutzutage, wie noch nie zuvor, ist der Zugang zum Wissen offen für die Menschen. Internet ermöglicht einen Wissensaustausch. Die Bevölkerung vieler Länder beginnt, die aktuellen Prozesse zu begreifen und fängt an, die Umrisse jener Zukunft zu sehen, in die sie von gegenwärtigen Eliten getrieben wird. Und da der Hauptteil der Gesellschaft nicht bereit sein wird, seine sozialen Errungenschaften zu verlieren, werden die Menschen beginnen, sich im Protest zu vereinigen
und nach Ursachen des Geschehens, nach einem Ausweg, nach einer Alternative zu suchen. Ein organisierter Widerstand der Menschen würde die Pläne der Eliten für die Errichtung einer absoluten Herrschaft bedrohen. Zbigniew Brzezinski hat darüber Folgendes gesagt. Zbigniew Brzezinski ist einer der wichtigsten Analytiker und Ideologen der westlichen Oligarchie. Er spielte eine unmittelbare Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung der Strategie zur Zerstörung der Sowjetunion. Ein anhaltender und von starken Überzeugungen und Motiven getragener und in der Bevölkerung verankerter Widerstand von Menschen, die politisch erwacht sind und aus historischen Gründen eine Kontrolle von außen ablehnen, ist nachweisbar immer schwerer zu unterdrücken, resümierte Brzezinski. Eine Spiralwindung der Geschichte kommt wieder. Genauso wie am Anfang des 20. Jahrhunderts müssen Menschen, die nach Gerechtigkeit und Freiheit streben, unter Kontrolle gebracht werden. Je stärker und organisierter die Widerstandsbewegung des Volkes wird, desto härter wird die Reaktion der Machthabenden. Es wird ohne Zweifel genauso sein.